Nicht allein mit seinem Tandem bereist der Amerikaner Jamie Bianchini die Erdkugel. 85 Länder hat der Weltenbummler auf zwei Rädern schon erkundet. Für den Weltfrieden. Seit zwei Tagen ist er in der Schweiz, heute in Zürich. The reason I do it is that I want to create friendships, improve that. Ich mache das, weil ich Freundschaften schließen will. Ich will beweisen, dass man rund um die Welt kommt, wenn man ein offenes Herz hat und tolerant ist. Überall auf der Welt lernt Jamie Leute zu kennen und lässt sie ein, ihn ein Stück weit zu begleiten. Viele nehmen es Angebot an. Der Amerikaner fährt sogar das erste Mal in seinem Leben Velo. Tausend Menschen haben Jamie schon über die Schulter geschaut. Meistens sind sie zuerst irritiert, wenn er mit seinem Riesengefährt irgendwo allein auftaucht, wie hier in Zürich auf der Josefswiese. Others ask where I'm going and what I'm doing and maybe I'm... Sie fragen mich, wo ich hin will und ob ich meine Partner hinten drauf verloren habe. Seine aktuelle Begleiterin ist Draga aus Zürich. Draga morgen teilt sie das Velo mit dem Jamie. Kennengelernt haben sich die beiden in San Diego, wo sie ein Fußballjahr gemacht hat. Super, sensationell. Interessant. Super. Tipptopp, ich kann es weiterempfehlen. Wie weit er heute kommt, der Jamie weiss es nicht. Genauso wenig, als er heute Abend schläft. Aber genau das ist es, was es für ihn ausmacht. We're doing fantastic. I want to say hi to all the lovely Swiss people out there. Auf Reise weit, weit weg nimmt sie heute Zürich Info heute und morgen. Ah, cool.